Buschmensch sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Regnum. Momentan alleine. Ich konnte gestern Abend nicht mehr aufnehmen, weil das Game gefreezed ist. Und ja, ich extrem müde war, weil momentan bin ich extrem am Trainieren. Und ja, deshalb konnte ich leider nicht mehr aufnehmen. Wir sind jetzt hier beim Baban, meinem Zweitcharakter. Und dies ist ein bisschen ein wichtigerer Part, weil ich möchte euch ein bisschen etwas erzählen. Ich werde jetzt mit diesem Charakter hier nach oben gehen, also leveln, und euch dann ein bisschen spannenderen Content zeigen, neben dem Jäger-Content. Da werde ich noch ein bisschen trudeln. Dort werde ich euch auch ein bisschen mehr zeigen und so. Und da es eben mir momentan nicht so geht mit Aufnehmen, kommen jetzt ein bisschen weniger Parts, dafür eben spannendere Parts. Und ab und zu dann auch Parts mit Floster. Und dann geht es mir dann auch ein bisschen besser. Ich kann es ein bisschen besser planen, wann ich dann mehr Bock habe und ja, wann es dir mir dann ein bisschen besser geht, wo ich fitter bin und ja. Also, heute möchte ich euch, ja, mit euch einfach ein bisschen reden im Part und dabei ein paar Reichsquests machen, damit wir nach oben kommen. Und wie ihr seht, ich habe mir zwei Panther gekauft, einen für den hier und dann für den anderen, für den Jäger. Und der heißt Schattenwandler, der andere heißt Nightmare Panther. Sind jetzt nicht die besten Namen, aber ich habe es jetzt einfach so mal genannt. Ihr könnt mir gerne dann ein paar Vorschläge bieten, sagen. Und jo, einmal danke, großen Dankeschön an die treuen Zuschauer, also jeder Part hat mal immerhin mehr als 10 Aufrufe. Da ich manchmal Parts raushaue, ist es nicht immer so. Und ja, ich möchte euch einfach ein bisschen binden, ein bisschen ja, dass ihr auch mitmachen könntet, dass ihr ja Kommentare schreiben könnt oder wollt und ja, ein bisschen motivieren sozusagen. Oh, danke schön, sehr nett. Das gefällt mir jetzt gerade nicht hier. Und auch, dass Schanarit eingenommen wird, ich hoffe, wir verlieren nicht noch Menirat fort. Sonst gibt es wieder Invasion, dann kann ich den Jäger im nächsten Part dann auch nicht sein, wenn wir es denn schaffen, Jäger zu werden. Nicht schon wieder alle NPCs getötet wurden von Jägern. Jo, ich liebe Community. Ich liebe es, Community zu haben, und deshalb möchte ich euch einfach ein bisschen motivieren. Schreibt Kommentare, wie es euch so gefällt, und ich komme da nicht runter, oder? Okay, dann müssen wir außen haben. Ja, deshalb einfach, ja, schreibt, wie euch der Part gefällt, was ich zeigen soll und wie euch das Spiel gefällt, was man machen könnte, dass es Champions of Regnum besser geht und so weiter. Am liebsten möchte ich eben dem Entwickler spenden. Ich habe hier noch mehr Geld raufgetan, also noch 22.000. Was könnte ich kaufen? Mit den 22.000 soll ich ja, Ding Schriftrollen kaufen, wo EXP geben, Leveling Schriftrollen oder andere Sachen. Schreibt so einen Kommentar, ich würde mich freuen, und auf jeden Like bin ich natürlich auch sehr glücklich.
Und jo. Ja, dass ich auch mal ein bisschen Community bekomme. Ah, hier ist das Portal. Da habe ich richtig gehabt, dass hier das Portal ist. Weil es auch zu sehen ist, natürlich. So, wir müssen hier runter. Ja, und ich denke, ich würde danach wieder mehr Motivation haben, aufzunehmen. Weil momentan ist jetzt eher der Sport angesagt. Es macht mich so glücklich, dass ich Sport machen kann momentan, dass ich richtig fit bin. Aber eben das heißt auch, dass ich müde bin zum Aufnehmen. Ich werde natürlich aufnehmen, wenn ich nicht müde bin. Aber es geht halt nicht immer. Und eventuell kommen manchmal weniger Videos deshalb. Aber eben, dafür habt ihr mehr Zeit, die Videos zu genießen. Und ja, mehr Zeit, irgendwas zu kommentieren. Und ja. Aber echt mal riesen Danke, dass es momentan so viel dass ich so viele Abonnenten bekomme. Jetzt habe ich schon 354. Und es geht weiter bergauf, also wirklich super toll. Die Hater sind auch weg, das ist richtig cool. Ich hoffe, die kommen nicht zurück oder die machen irgendwas, weil bei mir hatten sie keine Möglichkeiten, sich zu entfalten. Das ist auch gut so. Jo. Das mit dem Helfen, Regnum und so. Ich werde jetzt sicher mal irgendwas planen in Sachen, ja, wie könnte man die Interesse von Spielern zu Regnum bringen. Erstens habe ich ja eine RVR-Welt im Ding gemacht, im Minecraft-Server. Und dann werde ich sicher mal ein Browserspiel oder Client-Spiel in die Wege leiten. Ich werde jetzt sicher irgendwann mal Geld verdienen, richtig viel Geld verdienen und dann kann ich sicher das sponsoren. Und weitere Planungen sind ein eigenes Entwicklerstudio zu haben und auch etwas in die Richtung Minecraft machen und alles Mögliche. Meine Ziele sind einzigartig und riesig und ja. Aber mehr sage ich jetzt nicht, aber es wird richtig cool werden. Jo. Weil ich liebe RVR-Spiele. Ich liebe, wenn die Leute für etwas kämpfen können, dass sie stolz machen, dass, ja. Ich finde es einfach richtig cool, wie sie hier im RVR von Champions of Regnum für ihr Reich kämpfen und so. Es ist halt nicht immer gut, weil manche Leute recht schnell unfair werden und Leveler töten oder so Sachen. Aber hey, so schneiden sie nur selbst ins Bein und uns hoffentlich macht es nichts aus. Also wir machen Heilem-Content dann mit dem Barbar, der Level ist schnell. Und mit dem Jäger level ich langsam und zeige euch das nicht High-Level-Content. So, 5 Magnetstücke, yay! Richtig cool. Also, schreibt unten in den Kommentar, wie ihr das findet. Und ja, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt mich an. Ich kann sicher dann aufnehmen. Auch wenn ich manchmal müde bin. Und ja, vielleicht kann ich euch auch ein bisschen unterstützen. Ich tue gerne auf YouTube Leute unterstützen, aber ohne dass es die Videos beeinträchtigt, vielleicht oder so. Wenn ihr mitmachen wollt, dann dürft ihr das. Aber dass ich euch jetzt Werbung mache oder so, das werde ich natürlich nicht. Ich möchte einfach bodenständig werden.
bleiben und nicht anfangen, dann plötzlich mit dem Erfolg Werbung zu machen oder so. Aber für einen Erfolg brauche ich eben euch. Aber ihr müsst natürlich bei mir nichts machen, ihr dürft auch nur meine Videos schauen. Und vielleicht kommt mal was richtig Cooles. Also ich habe schon richtig was geplant, wenn ich richtig Erfolg habe. Aber eben, dazu zwinge ich euch nicht und ich werde auch nicht angeben, wenn ich Erfolg habe natürlich. Weil ich bin ein Mensch, der solche Angebereien hasse und darum tue ich mich das auch nicht selber anzugeben. Es gibt schon genug YouTuber auf YouTube, wo solche Sachen machen, angeben. Und das finde ich ein bisschen scheiße. So Leute, wir gehen jetzt zurück in die Stadt und schauen mal nach Quests, wo Items geben. Dann machen wir die. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo ich zur Brücke runterkomme. Ja, da ist der Weg. Gut. Den habe ich gesucht. Und seht ihr, es hat auch das Menria Fort eingenommen. Da muss ich das wahrscheinlich mit dem Jäger wieder verzögern. Okay, das ist ein bisschen schlecht, dass wir jetzt hier nicht hochkommen. Ach man, ihr NGD Studios, ihr habt manchmal richtig Scheiße entwickelt. Es gibt so viele Vorzüge, aber es gibt auch so viele negative Sachen an Champions of Regnum. Und eben mit Leuten zusammenzuspielen ist richtig toll. So Bugs zu treffen ist natürlich mega scheiße. Und ich möchte gerne Content einfach haben, dass ich mit anderen Leuten spielen kann und diese Sachen nicht haben müssen. Oder einfach nicht so bekommen müssen oder so. Es wird cool. Es wird cool in Champions of Regnum. Also für mich, für euch, für die Parts. Aha. Gut, hier ist der Schrein des Feuers oder der Erde. Die anderen zwei habe ich schon gesehen. Das ist gut, nämlich für später. Wir gehen jetzt mal kurz hier hinten. Vielleicht gibt es hier Magneten. Hier ist der Mulaf. Okay. Auch gut zu wissen. Okay, hier hinten ist gar nichts. Kommen wir wenigstens rüber. Ja, ich denke, da drüben rüber kommen wir. Dann gehen wir in die andere Stadt, wo eine Tafel hat. Das ist auch gut. Was macht Ignis jetzt? Ich bin auch noch da. Ich suppe gerade, Siri. Meine Gut, ist doch eh gleich 2 Uhr. Ja, es ist 2 Uhr nachts. Da schaut ihr mal, wie ich schnell schlafe und dann wieder aufwache und merke, oh, ich bin topfit. Trainiere ein bisschen, merke, ich kann nicht mehr schlafen, weil ich so fit bin. Ich nehme auf. Ich nehme jetzt Champions of Regnum auf. Und weil der liebe Floster momentan schlafen muss, weil er auch mal wieder in die Schule, also in die Lehre gehen muss, oder arbeiten muss, denke ich jetzt mal, ich nehme Monofloster auf und mache dann eben Spezialparts mit ihm, wenn ich auch aufnehmen kann. Aber das wird wahrscheinlich nicht weniger geben. Floster ist ein guter Kollege, einer, der meine Arbeit schätzt und deshalb, ja, toll, dass er mitmacht. Sonst hätte ich gar niemanden, der mit mir aufnimmt, weil halt eben YouTube ein hartes Pflaster ist. Also ich finde, YouTube ist fast härter als deine Regierung. Weil die Leute
echt meistens nur die guten YouTuber schauen und die natürlich feeden. Und die schlechten YouTuber oder einfach die, die das Mittel nicht haben, sind dann am Arsch. So, Dankeschön, Schattenpriester oder was du bist. Grabwächter, genau. Aber ich brauche deine Suppe nicht. Wo ist die Stadt? Schauen wir mal. Da drüben. Gut, dann gehen wir dorthin. Im Lok haben wir eigentlich nur Goldmünzen gefunden. Ja. Ah, Lebensdieb ist das. Okay. Also wir nehmen hier eine Reichsquest an, mit einem Briefbotenauftrag, aber machen ihn nicht, sondern gehen Questen dann nach oben. Vielleicht haben wir dann auch die Quest dort gleich, können wir sie mitnehmen. Aber wir sollten auch langsam abhauen, wegen der Belagerung. Also ich habe jetzt keine Probleme, wenn ich sterbe oder so, aber ich möchte das nicht gerne in der Aufnahme haben. Und feeden wir sie ja nicht, die Syrten. Mit ihren Reichs, also mit ihren Dingpunkten, die sie unbedingt haben wollen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie man die denen nennt, aber die Punkte, die man bekommt, wenn man andere Spieler von anderen Reichen tötet. So. Mal kurz schauen. Irgendwo sind die doch. Königreichspunkte, genau. So, hier ist die Tafel, ja. Dann schauen wir mal. ...3000 möchte ich schon. Hm. 13.000 für... Ja, das sind Syrten Aufträge, die geben so viel, ja. Da. Senrir an Mulaf. Okay, ich hoffe, die Quest ist da nicht dann raus, außerhalb der Ding, dann muss ich es nämlich abbrechen. Aber wir machen die mal. Die gibt 3800, das ist sehr gut. Wahrscheinlich wird sie wieder dort hinten sein, dass ich sie wieder dort hinten bringen muss. So, hier sind alle. Ah, der Bukhara Banzai. Das ist nämlich der, den ich in der Freundesliste habe vom anderen. Das ist der Bukhara Banzai. Ah, der levelt recht schnell. Gut. Wir gehen jetzt in die andere Stadt wieder. Und wenn die Invasion vorbei ist, hoffentlich können wir dann Jäger werden mit der anderen Klasse. Aber das im nächsten Part. Und jo. Gucken wir hier die Gegner an, die sind gelb. Die könnte ich vielleicht dann mal leveln. Aber es sind wirklich nur die, die gelb sind. Okay, es sind wenigstens viel. Also hier werde ich sicher dann mal leveln. Nebenbei dem Barbaren hier. Und beim Jäger kann ich dann bei den Taranteln nehmen, sehr gut. Da oben haben wir einen Schatz. Wieder Goldmünzen. Widerstand Aufschlitzschaden. Für Ritter und Bogenschützen. Ne. Dann verkaufen wir hier mal ein paar Zeug. So. Der Barbarentrainer hat einen Auftrag. Ah, das ist das mysteriöse Material. Die Quest können wir natürlich noch nicht machen. Da brauchen wir 500 Gold, Magnanitsteine. Wie viel haben wir? 32, okay. So, Honig weg.
rote Stachel. Ich habe bei den aggressiven Bienen gelevelt, aber habe keine Items mehr gefunden. Deshalb habe ich das abgeblasen und liebe Gegner dann angreifen, die Items droppen. So. Die Ding 72, okay. Die Belastbarkeit ist bei 72, sehr gut. Ich möchte gerne hier Quests annehmen, also sehr viele Quests haben wir hier. Erzmagierring, den nehmen wir an. Hat noch eine Quest. Lumpen, alte Mumie, nein, danke. Die könnten wir auch nicht gut gebrauchen. 2-handigen Kolben, das nehme ich auch an. Und der Charakter ist so ein Charakter, den ich jetzt wirklich nicht mit auf Quests trimme. Hier drin. Einen Speer nehme ich auch an. Dann habe ich 5 Aufträge. Dann machen wir mal die Quests. So. Hier müssen wir irgendwo. Da drinnen. Ja. So. Diese Quest ist nicht gut. Ich will nur Loot-Quests machen. Ah, da. Muss bestohlen worden. Da vorne und hier drüben. Da mache ich zuerst hier drüben. Ja. Sudele. Ignis Great Wall wird angegriffen. Also das wird wahrscheinlich nichts gerade mit aufnehmen vom Jäger. Da kommen wieder die Jäger und töten die NPCs. Oh, wie toll. So. Leider sind die Quests nicht ganz gut. Also, wenn ich dann so ein richtig gutes Spiel haben will mit RVR, dann möchte ich aber auch gute Quests. Vielleicht gibt es mal einen Regnum 2, aber wahrscheinlich nur mit meiner Unterstützung. Weil geschätzt wird das Spiel leider nicht so. Das ist schade. Das ist richtig schade. Dass die Entwickler keinen Regnum 2 machen. Dass sie immer noch so einen Itemshop haben, das halt ein bisschen Abzocke ist und so weiter. Und die Spiele auch nicht ernst nehmen. Ist sehr schade. So. Eine Flasche. Und die dürfen wir hier abliefern wahrscheinlich. Okay, die Invasion hat schon begonnen. Soll ich mal hingehen und mich töten lassen? Nein. Danke. Zabrunk dort zurück. Und wieder hin. Sehr interessante Quiz. Richtig toll. So, im nächsten Part eben dann den Jäger. Also der Bogenschützen zum Jäger. Und noch dort ein paar Quests. Und übernächsten Part dann mit Floster zusammen wieder. Sude. Hierhin. Und jetzt zurück nach oben. Wie lange geht es? 8 Minuten 58. Hier drinnen, ja. So, und jetzt nochmals. Ja, genau. Einfach mal spammen. So, ich will aber nicht umgebracht werden. Deshalb gehen wir dann ein bisschen weg von hier. Weil ich denke, die Jäger machen das immer wieder. Machen einfach blöd. Da ist der Pukor Banzi. Banzai, sorry. Gut.
Ja, der Part ist noch ein bisschen kurz. Dann gehen wir mal die Briefquest wieder weitermachen. So. Haben wir es jetzt endlich fertig hier, die Quest? Ja. Und hier ist schon einer. Es ist schon einer hier. Wie dumm sind die Leute eigentlich? Müssen die so haten? Ich hau jetzt ab. Kein Bock mehr. Nein, wirklich. Schon sind Jäger da. Die Jäger, weiß nicht, was die machen. Leveln hier oder was? Können die wirklich leveln durch die NPCs? Oh mein Gott. Blödheit. Shit, hab ich mich erschrocken. Ich dachte schon, der greift mich an. Sind jetzt immer die Jäger? Immer die Jäger gehen hier hin. Für was? Das nützt denen doch gar nichts. Oder habe ich mich irgendwie ein bisschen falsch orientiert? Also, kenne ich das Game irgendwie falsch? Ich habe nie NPCs angegriffen mit meinem Baba, der damals 53 war und mehr nicht weiterkam. Ich hoffe, ich komme diesmal weiter, eben dann mit den Schriftrollen. Der XP-Schriftrollen. So, aber hierhin könnt ihr ja nicht. Das ist unser Schutz. Unser Schutz ist euer Verlust. Hahaha. Gut. Blöde Syrten. Ich mochte die noch nie. Ich habe gestern einen von Green Hell gefunden, in meinem alten Clan. Wenn ich da mal weit bin, dann werde ich sie extra nicht angreifen, weil sie eben gute Menschen waren. Meine einzige Verbündeten eigentlich in Syrten ist, dass ich Syrtaner war. Aber irgendwann werde ich auch Feinde von ihnen. Je nachdem, ob sie mich wenigstens begnadigen. Oder angreifen. Ich denke, sie werden angreifen wegen dem Loot. Also wegen dem Königreichspunkten. Aber ich denke, die werden mich auch nicht kennen. Schade. Ich denke, die meisten schauen meine Videos dann nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Früher haben sie natürlich geschaut, aber naja. Es ist klar, meine Videos sind nicht immer die besten. Und deshalb schauen manche Leute auch nicht mehr meine Videos. Aber ich unterstehe niemanden. Jeder ist frei, meine Videos zu schauen und zu unterstützen oder nicht zu unterstützen und so. Ja, ich möchte auch nicht zu viel mit über das reden, weil ich eben kein Mensch bin, der irgendwie etwas braucht. Zum Beispiel habe ich immer keine Werbung auf meinem Kanal. Jedes Video hat keine Werbung für euch, außer die Werbung, die von YouTube einfach reingeschmissen wird. Deshalb verdiene ich auch nichts auf YouTube, dafür muss ich auch nichts machen, mache es aber. Ich mache es also 100% für euch. Und immerhin ist es eure Entscheidung, ob ihr es schaut oder nicht. Und ja, aber eben darüber möchte ich nicht reden. Und ja, wir schauen hier nach Magnaniten noch kurz. Aber es hat keine, da ist jemand anders gewesen. Nun gut, hier hinten sind nämlich immer so zwei, drei Magnaniten. Also den Gesteine. Magneten sind nicht immer da. Also, ich denke, ich beende den Part hier, der ist halt ein bisschen kürzer, aber sonst wird es auch zu langweilig. Und ja, verabschiede mich mit einem großen Hallo Dri. Huhu, haha, tschüssi. Und vielen Dank fürs Schauen. Tschüss.